werde mir mal wieder einen grünen Smoothie machen. Das werde ich jetzt sowieso täglich machen. Ich werde, aufgepasst, das Grünzeug von den Radieschen nehmen. Also die Radieschen kommen ja nicht mit rein. Die sollen sogar nährstoffreicher wie die Radieschen selbst sein. Dasselbe ist mit den Karotten. Das Grün ist auch nährstoffreicher. Es kommt ab jetzt nicht mehr in den Abfall. Das wird jetzt immer in den grünen Smoothie mit dazugegeben. Also eine Banane, 100 Gramm Ananas, das Grünzeug von einem Bund und ja, ich werde so eine Medjool-Dattel. Das sind die besten Datteln, wo es gibt. Kosten natürlich auch etwas. Ich werde eine reinmachen für die Süße. Ach, und das werde ich noch dazu geben. Coconut Cream Powder. Eigentlich nehme ich das nur ab und zu fürs Curry. Das ist so ein Ersatz als, ja, dasselbe wie Kokosmilch, halt nur in Pulverform. Ja, davon werde ich 10 Gramm reinmachen in den Smoothie. So ist alles drin. Ach, es waren doch keine 10 Gramm von dem Coconut Cream Powder. Ich habe nur 5 Gramm reingemacht. So, ab geht die Post. So, fertig. Auch hier wieder schön cremig. Ohne Fasern, ohne. Wie filtriert. Ja, ein wenig Wasser habe ich auch noch reingemacht vor Mixen. So, 2 Gläser kriegt ihr daraus. Das erste habe ich direkt gleich getrunken. Und hier seht ihr noch von gestern die andere Hälfte von dem Schoko-Cookies-Kuchen. Das esse ich jetzt. Gestern hatte ich es ja warm gegessen. Keine Geduld gehabt, zu gierig gewesen. Diesmal esse ich schon kühl. Ich mache noch etwas Schokosauce drauf. Das hat aber keine Kalorien. Ist von Walton Farms. Ja, es schmeckt, also pur kann man es vergessen. Also das schmeckt schon ein bisschen künstlich. Aber wenn man so wenig drauf macht, schmeckt es schon richtig geil.